Hi und herzlich willkommen bei Luxa Gaming Stuff. Mein Name ist Dennis, ich bin euer Dungeon Master und bei mir sind wieder meine fantastischen MitspielerInnen und Gäste. Sagt Hi, fantastische MitspielerInnen und Gäste. Hallo. Hallo, Gode. Hallo. Wir sind angekommen beim dritten Mysterium from Tales from the Loop. Eine kurze Zusammenfassung, was letztes Mal passiert ist. Unsere kleine Mysterienlösergruppe hat es geschafft, das Geheimnis der Lupi-Bärches aufzuklären und hat herausgefunden, dass das genetisch veränderte Hornissen-Hormone überall abgeladen haben, die Menschen langsam in den Wahnsinn getrieben haben. Und am Ende vom Lied haben sie mit der Hornissenkönigin einen kleinen Deal abgeschlossen und sie wieder zurück zum Loop geschickt, wo sie rumwüten durften, wie sie wollten, diplomatisch, wie unsere Gruppe nun mal ist. Aber bevor die letzte Folge zu Ende gegangen ist, gab es ein Erdbeben in Taunus. Und rund um Valdems klirrten die Fenster, manche sprangen auch. Und unsere Gruppe, bestehend aus Jan Eisklemann, gespielt von Dennis von Natural One, Ronny Reimann, gespielt von Julien, Rune M. Bemsheim, gespielt von Aaron, und Cora Müller, gespielt von Hannah, sich auf die Fahrräder geschmissen haben, um herauszufinden, was passiert ist. Denn im Wald stieg eine riesige Rauchwolke auf. Und dort hat sich unsere Gruppe hinbegeben. Ups. Und radelt gerade in einer Gruppe durch den Wald auf die große Rauchsäule zu, in etwa in die Richtung, wo sie es vermuten. Und je tiefer ihr in den Wald hineinkommt, desto mehr Geräusche hört ihr von Autos. Einige überholen euch auch, verschiedene Streifenwagen und Firmenwagen der Königskron GmbH, die Betreiber des Loops in der Gegend. Und ihr seid zumindest in der Nähe der großen schwarzen Rauchsäule, als ihr schon einen Polizeiwagen mit Oberkommissar Schmidtke am Steuer seht, der quer auf der Straße steht. Und große gelbe Busse mit den Logos der Königskron GmbH und Menschen in Schutzanzügen, die das Gebiet weiträumig absperren. Oberkommissar Schmidtke guckt aus dem Auto raus, sieht euch, atmet einmal tief durch und steigt aus dem Auto und ihr kommt vor ihm auf euren Fahrrädern zum Stehen. Und Schmidtke richtet das Wort an euch. Das tut mir leid, der Teil vom Wald ist vorübergehend gesperrt. Was ist denn passiert? Ich komme aus Köln. Warum brennt das? Naja, also vielleicht, wie ihr das schon mitbekommen habt, hier ist ein bisschen was passiert. Was denn? Warum? Du, jetzt frag nicht so altklug. Ich bin auch nur hier, um die Straße abzusperren. Also es ist wahrscheinlich, er guckt zu den Leuten in diesen Anzügen rum. Wahrscheinlich ein bisschen gefährlich. Also für euch sowieso nicht. Was treibt ihr hier überhaupt? Herr Schmidtke, aber warum sind da so viel von der Kronen GmbH? Naja, weil das alles da wahrscheinlich auf deren... Die sind halt einfach da. Und Sie hören auf die? Haben die mehr
Autorität als die Polizei neuerdings, oder? Jetzt werden wir nicht komisch, Kollege. Ist nicht komisch, ist nur eine Frage. Nur eine Frage. Ich gucke den Schmidtke auch ganz durchbohrend mit meinem Blick an. Jan, mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Charme. Herz, 6 Würfel. 3 Sechsen. 3 Sechsen. Ist doch das richtige System, oder? Das ich glaube schon, wir müssen es ja. Nochmal kurz ein- und Tales from the Loop ist ein W6-System, wo jede 6 ein Erfolg ist. Genau. Und für je mehr Erfolge, desto besser klappt das, was man vorhat. Ein wenig irritiert davon, wie die Hierarchie gerade für Oberkommissar Schmidt gerade abläuft, guckt er sich nochmal um und sagt, also die Polizei von Waldems hat natürlich das Sagen hier. Ich sag, dass ihr nicht weiter könnt, nicht die Kollegen dort. Okay, aber sie müssen die Straße absperren, während die sich darum kümmern, um das Problem, was ja eigentlich Job der Polizei ist. Und forschen sie auch nach der Ursache? Ja. Hm? Was jetzt? Nee oder ja? Nee. Was? Ist in Ordnung, lass es einfach vorbei. Du hast es nicht gesehen. Mach weiter mit dem, womit du gerade beschäftigt warst. Ich muss jetzt auch den Tatort, den Unfallort sichern. Unfall-Tatort? Wer ist das Opfer? Das ist die große Frage. Es hat hier keiner hat Tatort. Doch. Du hast gerade Tatort abgefragt. Tatort? Okay. Definitiv. Und du bist ganz sicher, du meinst nicht den Tatort im Fernsehen, weil der kommt erst in 10 Jahren oder so. Wir sehen, dass einer der Mitarbeiter der Königskrone GmbH in seinem komplett kanariengelben Schutzanzug, der von innen mit Luft aufgepumpt wird, zu dem Oberkommissar rüberkommt und mir nicht blechern durch den Anzug, sprich, Herr Oberkommissar, wir können jetzt los. Und eine Gruppe bewegt sich in den Wald zu der großen Rauchsäule. Macht mir bitte alle mal einen Wurf auf Begreifen. Ich begreife das alles. Oh, yeah, yeah. Begreifen. 1, verstanden. Uiuiui. Das sollte nur 6. 2 Würfel. Gar nichts begriffen. Ab wann war noch mein Erfolg? 6. Ach, nur die 6 waren Erfolge. Nur 6 sind Erfolge. Ja. Ich habe keinen 7 Crit Würfel hier. Und keinen Erfolg. Also ich habe einen Erfolg dann, immerhin. Ich habe einen Erfolg. War ein langer Tag. Während ihr noch vor Oberkommissar Schmidtkes Auto steht, sehen Ronny und Jan kurz über euch wie eine Sternschnuppe, aber am helllichten Tag ein Stückchen weiter über dem Wald kurz aufzischen. Und wenig später gibt es ein weiteres, noch kleineres Beben. Zumindest der Boden wackelt wieder kurz und beruhigt sich recht schnell wieder. Kaum zu merken. Was war das? Was war was? Das ist eine gute Frage. Hast du nicht gesehen? Angeguckt. Das war ein UFO. Alter, das war auch kein UFO. Ja. UFO. Das war ein UFO, original wie aus Akte X, wirklich. Ja, hier von. Was ist Akte X? Doch. Alter, die Zeit stimmt. Akte X kam in der Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen. 80? Wie bei Raumpatrouille Orion. Was? Ah, nee, 93, ja, stimmt. Wie bei Raumpatrouille Orion. Wie man mit wenig Geld schlechte Science-Fiction machen kann. Ja, macht gut, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber das war vielleicht das Raumschiff dann von Bibo hier vor uns. Also, ihr habt das nicht gesehen? Die sternschnuppenartige Bewegung am Horizont? Sorry, ich habe gerade in Richtung Feuer geguckt. Ich habe das gar nicht realisiert. Nee, aber wünscht ihr was? Alter, Sternschnuppen kommen nicht tagsüber. Das war keine Sternschnuppen, das war ein UFO, 100%. Ja, dann wünscht ihr was, vielleicht passiert dir jetzt was. Sollen die Aliens mir jetzt auf einmal Wünsche erfüllen, oder was? Ja, cool. Hat nicht funktioniert, du bist noch dran. Und Ronny, als du
dieser sternschnuppenartigen Einschlagsalt gefolgt bist und wieder in den Wald guckst, schaust du an dem Bulli und an dem Einsatzwagen der Polizei vorbei, auch in Richtung Rauchsäule. Und für einen Bruchteil einer Sekunde denkst du, dass halt eine kurze, also eine Rauchschwade neben einem Baum auftaucht und schnell wieder verschwindet. Ich sag's dir, das war kein UFO, das war irgendein, keine Ahnung, Rakete oder so ein Scheiß, das ist da vorne eingeschlagen. Hm? Vielleicht sollen wir uns das aber mal anschauen gehen, was denkt ihr? Ja, erstmal hin, aber auf die Räder, aber auf die Bikes. Vielleicht können wir drum rum. Der Bereich, eine Armada an Leuten befindet sich im Wald, es wird Flatterband aufgehangen, teilweise werden schon Bauzäune aufgestellt, die aus den Bullis rausgeholt werden. Und es fängt halt an, dass dieser Bereich hermetisch abgeriegelt wird. Vielleicht sollten wir uns irgendwo vorbeischleichen, oder? Schmidt kriegt doch nichts mit. Aber willst du es riskieren? Wir haben das letzte Mal schon übelsten Ärger bekommen, Mann. Rune, hast du noch deine Zeichnung von der Frau? Du weißt schon. Dein Tittenbild, was du gemeint hast. Komm, gib das schnell dem Schmiddi und dann ist er abgelenkt. Dann gehen wir rein. Boah, da muss ich aber mal gucken, ob ich das noch hab. Ja. Nein. Also, das soll ich dann jetzt rausreißen? Ja, brauchst du es noch? Hm? Benötigst du das noch für irgendetwas? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja keinen Staubsauger mehr. Ja gut, dann hier. Was wollt ihr machen? Wir geben doch jetzt hoffentlich mein Bild da ab. Oder nicht? Sonst gib wieder... Versuch's. Wir müssen irgendwie vorbeikommen und ihn ablenken. Ich soll das auch noch abgeben. Ja, natürlich. Du bist der Künstler. Du, falls er noch Fragen hat zum Kunstwerk, ist natürlich gut, wenn du dann... Also, Oberkommissar Schmidtke ist weg, der ist in den Wald gegangen mit einigen Menschen in Schutzanzügen und sind Menschen in Schutzanzügen geblieben. Auch alle in diesen kanariengelben, aufgepumpten, praktisch wie so ABC-Schutzanzüge. Mit eigener Filteranlage und so einem kleinen Rucksack dabei, alles behandschuht, die an einem Flatterband stehen und mit mehreren Geräten was messen. Aber der Schmidtke hat keinen Anzug an. Also entweder ist sein Leben nichts wert oder man braucht nicht unbedingt einen. Möchtest du sinnvoller, wenn wir Ausschau halten. Sag ihm das mal. Möchtest du dir diese philosophische Frage selber stellen? Das ist tatsächlich, Ronny sieht das gerade und fragt sich halt, ist das Leben eines Dorfpolizisten nicht so viel wert? Machen wir doch bitte mal einen Wurf auf Einfühlen für dich selber. Oder ist es ein Wurf auf Philosophie? Ist die Einfühlen Verstand? Ich habe gar keinen Verstand. Ja, das ist klar. Ja, auch. Ich würde mich in der Zeit gerne mal umgucken, ob ich noch irgendwas sehe. Ja, oh, das wollte ich auch machen. Einfach mal gucken, ob man irgendwie, ob irgendwo ein Teil ist, an dem man sich vorbeischleichen kann. Das ist schon mal eine Idee. Über Bäume. Kraxeln. Cora und Rune, macht mir doch bitte mal einen Wurf auf auf Rechnen oder Begreifen. Eins von beiden, könnt ihr euch aussuchen. Warte mal das. Also ich und Ronny, hast du einen Erfolg bei deinem Einfühlen auf dich selbst? Genau, ich hatte einen Erfolg und bin hoffentlich zu einer Antwort gekommen. Also grundlegend, das ist eine sehr große Frage, die du selber gestellt hast, wo du gar nicht wusstest, dass du solche tiefgreifenden Fragen für dich selber produzieren kannst. und du merkst in dir, wie ein wenig Wut über dieses große Unrecht entbrennt. Schmidtke ist nicht dein Freund. Oberkommissar, ihr beide, ihr habt schon viele Tänzchen aufs Parkett gelegt und du warst meistens immer der am kürzeren Hebel. Aber das kann doch nicht sein, dass dieser Mann kurz vor der Rente jetzt im Wald verreckt, weil er keinen Schutzanzug kriegt.
Ja, das möchte ich auch gerne, diesen Gedankengang möchte ich gerne dem nächsten Mann im Schutzanzug an den Kopf werfen. Dass das ja nicht geht, ne? Also. Du gehst an die Absperrung, wo gerade einer mit so einem, wie einer Art Geigerzähler und einem Metallstab, den durch die Luft schwingt. Was willst du ihm sagen? Ja, sagen so, ist das hier Ausdruckstanz oder können Sie mir mal erklären, warum Sie hier alle Schutzanzüge tragen und der arme Mann hier, der Herr Schmidtke, da einfach in seiner normalen Uniform mitläuft? Ist das hier nur Show? Oder hat das irgendwie Sinn? Da können wir auch einfach dahin gehen. Also. Nein, der Bereich ist abgesperrt und der Oberkommissar braucht keinen Anzug. Das ist nur reine Sicherheitsvorkehrungen, Bestimmungen vom Loop. Achso, also Mitarbeiter sind mehr wert als die Bevölkerung und deswegen kriegen sie Schutzanzüge und der normale Pöbel wie wir nicht, oder wie? Ich stehe dahinter und feuer Ronny komplett an. Ich schau mein Feuerzeug raus und fange an seinem Anzug irgendwie so am Bein rumzukokeln. Hör auf damit! Nein, du kannst das nicht den Anzug! Und er greift sein Funkgerät. Schlimm. Er greift sein Funkgerät, sagt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe an der Straße. Und es kommen sofort mehrere Königskronen-Mitarbeiter, Sicherheitsbeamte mit Batons. Was? Ach, wollt ihr jetzt Kinder schlagen? Echt? Ist das euer neuer Schachzug, nach Killerbaumisten auf die Stadt loszulassen, jetzt hier auch noch Kinder vielleicht schlagen? Vielleicht sollten wir mal die Presse alarmieren. Was denkt ihr, Leute? Oh, Scheiß. Und ja? Einer in einem roten Schutzanzug kommt nach vorne, der recht bedient guckt durch die große Öffnung in seinem Anzug, hat seinen Baton in der Hand und sagt, natürlich möchte hier niemand Kinder schlagen. Aber Kinder haben an diesem Ort nichts zu suchen. Es ist doch gefährlich im Wald. Und das hier ist ein Sperrgebiet. Das ist vor allem gefährlich, wenn ihr in der Nähe seid. Mhm. Ja, die Frage ist, warum, wenn das hier alles so gefährlich ist, dieses Absperrband wird, glaube ich, die Gefahr nicht davon abhalten, auf unsere Häuser und auf unsere ganze Region überzuspringen. Warum tragen sie hier Schutzanzüge und andere Leute, normale Leute nicht? Sterben wir jetzt alle? Kriegen wir jetzt alle Krebs durch irgendwelche Scheiße, die sie hier veranstalten? Gib uns sofort Schutzanzüge. Sein Funkgerät knackt. Er gestikuliert euch, kurz zu warten. Er hört sich das an, sagt Danke. Interessant. Ihr seid hier aus der Gegend, oder? Ja. Geht sie gar nichts an, aber sprich weiter. Die einen sagen so, die anderen so. Und er zeigt auf Cora. Müller, oder? Cora Müller. Und was ist jetzt mit meiner Privatsphäre? Sie können nicht einfach die Daten irgendwie bekommen. Ich glaube, dein Vater arbeitet für den Loop. Ja. Ist das okay. Richtig? Ich werde keine Aussagen ohne meinen Anwalt stellen treffen. Das sind ganz schön große Worte für so ein kleines Mädchen. Sie hat Rückendeckung. Wie wär's denn, wenn wir uns alle ein wenig beruhigen und auch zeigt auf dich, Jan, der Kleemann-Junge, richtig. Dein Vater müsste auch irgendwo hier rumlaufen. Vielleicht sollte ich ihm kurz Bescheid sagen. Vielleicht sollten wir allen euren Eltern kurz Bescheid sagen, wo ihr euch so rumtreibt. Vielleicht sollten wir deiner Mutter mal Bescheid sagen, dass du hier kleine Kinder verpetzt. Jo. Bei mir ist hier keiner zu Hause. Deswegen macht das keinen Sinn. Interessiert keine Sau. Niemand. Warum ist es, dass immer, wenn irgendwas Komisches hier in der Gegend passiert, ihr damit zu tun habt? Echt? Und ich gucke ihm jetzt so einmal straight in den Visor rein. Tun wir doch jetzt einfach mal nicht so, als wären wir nur dumme kleine Kinder, okay? Was ist das Problem hier ständig? Was macht ihr mit eurem so ach so kostbaren Loop? Hätte ich die Zeit, würde ich es euch allen gerne erklären. Aber leider müssen die Erwachsenen jetzt arbeiten und die Kinder müssen jetzt gehen.
Nee, sie meinen, bevor die Kinder müssen jetzt sterben. Ärger wir bekommen. Müssen jetzt sterben, weil sie uns keine Schutzanzüge geben. Weil sie sagen, die Mitarbeiter müssen geschützt werden und alle anderen, die schon länger hier waren, ja. Dieses ganze Stadt hier ist schon ein bisschen älter als der Loop. Wir müssen jetzt alle sterben, aufgrund ihrer Wissenschaft. Genau, und was ist hier mit dem Schmidtke? Der hat keinen Anzug und der geht da rein. Er geht bald in Rente, der arme Mann. Das war ein Arsch. Er winkt mit den Fingern und es kommen mehrere Mitarbeiter vom Loop, packen euch nicht gewaltsam, aber bestimmt Hilfe, an euren Vergewaltigung! Armen. Vergewaltigung! Und bringen euch die Straße runter mit euren Fahrrädern. Ja, das haben wir ja wieder diplomatisch geregelt. Ja, jetzt gehen wir einfach woanders hin. Okay, wir gehen woanders hin, tschüss. Wir gehen außen rum. Na gut, dann gehen wir halt nach Hause. So. Der Tag geht vorbei und irgendwann trennen sich eure Wege. Morgen ist auch schon wieder Schule und ihr habt ganz normalen Unterricht. Wollt ihr an diesem Tag noch was machen? Ich würde mich gerne mit dem Walkie-Talkie versuchen, in das Polizeiradio reinzukriegen und hören, ob irgendwas gesagt wird, was spannend ist. Okay, coole Idee. Mach mir bitte mal einen Wurf auf Tüfteln. Bitte, Tüfteln bitte. Oder Programmieren? Nämlich Programmieren. 2, 3, 1, 2, 4. 2 Erfolge. Du bekommst, also die Polizeifrequenzen sind jetzt nicht mega geheim, aber mit deinem Consumer-CB-Funkgerät kannst du halt bestimmte Frequenzen, die halt auch die Polizei benutzt, erhaschen und du bekommst mit, dass den größten Teil des Tages die Polizei im Wald unterwegs war, mit ein, zwei kleinen Vorkommnissen in der Stadt. Es gab einmal einen Ladendiebstahl, wo jemand abgeholt werden musste. Aber im Großen und Ganzen waren die wirklich fast die komplette Polizei im Wald beschäftigt. Ach, Ronny. Und es gab auch eine Anfrage, dass ein wenig außerhalb von Valdems jemand überprüft werden sollte. Den Namen hast du nicht genau gehört, weil da ziemlich starke Interferenzen in der Leitung mit drin waren. Aber es ging darum, dass für den Fall mal befragt werden sollte. Er war schon vorher auffällig. Okay. Alles klar. Möchte sonst noch jemand was an diesem Tag machen von euch? Ihr seid, also, es war auch schon so Mittag, Nachmittag, als ihr in den Wald gefahren seid. Es geht Richtung Abend. Jeder von euch geht nach Hause. Morgen ist ein ganz normaler Schultag. Ich würde gerne nochmal an der Tür meines Bruders lauschen. Ob er nicht ein bisschen singend tut. Ich hab da so gedacht, könnte wieder soweit sein. It's in the moonlight. Seit einiger Zeit ist das Radio deines Bruders stumm. Und du weißt nicht genau, was er in seinem Zimmer macht. Ja, er hat den Staubsauger gefunden. Dann guck ich mal das Schlüsselloch. Mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Schleichen. Das ist gut. Schau ich durchs Schlüsselloch. Ach, nee. Und die Staubsauger-Szene, Alter. Paradebeispiel eines Arschlochs. Das ist mein Staubsauger. Oh, das sieht schon sehr gut aus. Zwei Erfolge. Was willst du, was glaubst du zu sehen? Was willst du finden in dem Zimmer deines Bruders? Wo glaubst du, bei würdest du ihn erwischen? Ja, natürlich wird er ein Hit von Celine Dion singen. Nein. Celine Dion hat sie in den 80ern schon gesungen? Ich glaube nicht. Natürlich. Na, dann mach von mir aus. Moment, vielleicht habe ich mich auch verhört. Es könnte natürlich. Es ist. Ja, wie heißen sie noch? Scheiße.
Modern Talking. Roxette. Oh Gott. Oh, ich kenne keinen einzigen Song von Roxette. In the summer. September, Earth, Wind and Fire. Okay, von mir aus. Sein Bruder, der passionierte Sänger, hat versucht, ganz geheim Songs zu üben oder halt eher seine Rockstar-Qualitäten zu trainieren. Und Rune hörte aus seinem Zimmer ganz leicht und dumpf: "Ja, simply the best. Damn, damn, damn. Du, 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 all the rest. Yeah, Gitarre." Und Rune fängt an. Fängt an der Tür im Rhythmus mitzuklopfen, wo einfach kein Rhythmus da war. Und in der Sekunde, wo deine Knöchel die Tür berühren, stampf, 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 Tür wird nach innen aufgerissen ein Stück. Und das wütende Gesicht von deinem Bruder guckt dich an. Was willst du, Spasti? Ich wollte dir nur sagen, du bist simply the best. Verpiss dich! Mama! Rune nervst schon wieder! und deine Mutter von unten leicht ermattet und genervt. Vertragt euch, Jungs, bitte vertragt euch. Oh Gott. Möchtest du noch sonst noch was machen? Mutterliebe. Nö, ich zieh mir jetzt mein Overall-Pyjama an. Samt-Pyjama an. Und lege mich hin. Du bist ja leise. Ja. Ist Aaron nur bei mir wieder so leise? Oder? Nee, Aaron ist bei mir auch leise. Oh weh. Heute ist nicht unser Tag, ja? Einfach gar, ich weiß auch nicht, was schon wieder los ist. Aaron, sagst du nochmal was? Ja, jetzt. Kannst du das Mikrofon ein bisschen mehr an deine Schnüss halten? Ja, besser, wir kommen dahin. Fach rein. Ich habe jetzt auch hier lauter mal gemacht, die Eingabelautstärke. So. Fantastisch. Ist so besser. Ja, ich glaube schon. Kann man mich wieder hören. Ist alles gut hier. Ich mach dich auch nochmal so richtig in Discord laut. Ja, mach mal. Nicht, dass meine Stimme hier, meine durchaus weisen Worte, die ich hier ständig loslasse, dass die nicht ankommen. Ansonsten, Aaron, du bist doch Schauspieler. Stützen heißt das Zauberwort. Ja, und dann heißt es wieder, nee, da macht aber Discord nicht mit, mein Freund. Dein Bruder schreit dich an, er ruft nach runter: Mama, Rune nervt schon wieder. Und du gehst rüber in dein Schlafzimmer und ziehst dir dein Tigersamt-Pyjama an. Ja, einfach nur mein Samt-Pyjama, der ist übrigens rot und blau. Und dann halte ich nochmal kurz mein Popo raus und pupse in den Gang. Dann mach ich die Tür zu und leg mich ins Bett. Als hast du aus einer Arschklappe, oder? Ja. Ein Knopf ist so pring. Möchte sonst von euch noch jemand abends irgendwas machen, bevor ihr am nächsten Tag zur Schule kommt? Ist mein Papa schon da? Ist mein Papa von der Arbeit da? Nein, du wirst vorher ins Bett geschickt. Also ich bin jetzt in meinem Zimmer, ich kann hier nicht rausgehen. Okay, dann gehe ich jetzt schlafen. Ist mein Vater da? Dein Vater ist auf Spätschicht heute. Spätschicht, das heißt, er kommt richtig spät nach Hause? Ja, der kommt richtig spät nach Hause. Ach, dann habe ich doch bestimmt irgendwo noch so ein Energy Drink, die mittlerweile verboten sind. Ja, irgendwo unterm Bett. Ja. Du hast so eine schöne Dose Jolt Cola. Der Effekt von 3 Tassen Kaffee in 0,33 Millilitern Cola. Und ich glaube, die würde ich trinken, um dann mal auf meinen Vater zu warten. Wenn er nach Hause kommt. Und so wahrscheinlich die halbe Nacht durchzumachen oder so. Dein Vater kommt sehr spät nach Hause, mitten nach, das ist 3 Uhr morgens. Die Joy Cola kickt ordentlich. Am Anfang, also du hast schon mal Cola getrunken. Diese Koffein- und zuckerhaltigen Getränke sind dir jetzt nicht ganz fremd, aber das ist ein bisschen. Ist ein legales Crack im Prinzip. Ja, genau. Das ist ein bisschen, Crystal du hast Meth. Die erste halbe Stunde wusstest du nicht, was du mit dir anfangen sollst. So, das ist halt viel Tigern in ich habe meinen Liegestützrekord gebrochen und so. Irgendwas habe ich schon geschafft in der Zeit. Aber ich würde echt original mich so nachts ins Wohnzimmer auf unseren Sessel setzen, neben die Lampe. Und wenn er dann reinkommt, würde ich sie anmachen.
Und ein Kissen streicheln. Du hörst, wie der Schlüssel sich in eurer Haustür dreht und dein Vater in seinen Feuerwehrklamotten unendlich müde sich in den Flur schleppt, seine Schuhe reinschmeißt, sich umdreht und sich fürchterlich erschreckt darüber, dass du das Licht anmachst und im Stuhl sitzt. Oh Gott, Jan! Lange Nacht gehabt? Ja, wonach sieht's denn aus? Warum bist du noch nicht im Bett? Junge, du hast morgen Schule. Ich habe ein bisschen zu viel Cola getrunken. Also, was war da los? Was hast du gelöscht? Ja, dann haben die dir die Synapsen aus der Stirn gezogen. Du gehst jetzt sofort ins Bett. Papa, ich war schon ein paar Mal so nachts wach und am nächsten Tag war auch alles gut, oder? Oder bin ich so ein Problemkind? Also erzähl doch mal. Sei doch froh, dass du mal jemanden zum Reden hast nach der Arbeit. Nein, wir mussten halt den halben Wald absperren. Irgendwas ist bei der Königskron GmbH, irgendwas. Ich darf da eigentlich nicht drüber reden. Schon wieder, Papa. Was ist da ständig los? Was ist mit dieser GmbH? Was ist mit denen? Was ist da ständig los? Ey, was soll da mit denen sein? Die machen da irgendwas, die Wissenschaftszeug und die, weiß ich nicht, die halbe Stadt arbeitet da. Was soll da sein? Ja, ständig wird irgendwas abgesperrt, Leute in so Schutzanzügen laufen rum, machst du ja keine Sorgen. Ich meine, wenn die Schutzanzüge tragen und dann zum Beispiel irgendwelche Bewohner hier leben, aber keine tragen, was ist denn mit denen? Jan, du musst dir... Dein Vater wird ein bisschen versöhnlicher. Du musst dir keine Sorgen darum machen, dass dir irgendwas passiert. Hier wird hier wird niemandem irgendetwas passieren. Dafür sind wir ja da. Und die Sicherheitsmaßnahmen von der Königskron GmbH. Das wirkt jetzt für euch oder für dich ein bisschen verwirrend, aber das sind Dinge, die Erwachsenen machen müssen. Aber red doch jetzt nicht mit mir, als wäre ich ein kleiner Junge. Mach erstmal deine Schule fertig. Und dann wirst du, wenn du in mein Alter gekommen bist, wirst du verstehen, warum das gut ist. Ich habe den Lichtblitz gesehen am Himmel. Und ich weiß, dass das kein Jet war oder sonst irgendwas, okay? Also erzähl mir nichts. Ich weiß nicht, welchen Lichtblitz du gesehen hast. Aber es ist nichts Schlimmes passiert. Ja, so wie das bei dieser Fabrik von denen oder bei deren Hauptquartier mit den Bärchen. Ab und zu, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber du redest fast schon wie ein PR-Fuzzi, von denen. Freundchen, gewöhn dir mal einen anständigen Ton an, ja? Und jetzt geh ins Bett. Ist ja gut. Wenn du die Augen davor verschließen willst, kannst du das ja machen. Jan, ich diskutiere jetzt nicht mit dir. War keine Diskussion, Papa. Gute Nacht. Na dann, gute Nacht. Und dein Vater schickt dich ins Bett. Hm. Und der Rest der Nacht ist ruhig. Ihr müsst... wie immer zwischen 6 und 7 aufstehen, um zur Schule zu fahren. Alle kommen gut raus, außer Jan. Fühlt sich an, als ob es ist wie ein Kater. Du bist einfach nur erschlagen davon. Und du darfst dir mal den Zustand erschöpft eintragen, dadurch, dass du die Nacht durchgemacht hast. Ich habe da die Lösung. Ich trinke noch einen. Du kannst das machen, du kannst kontern. Nein, alles gut. Okay. Schön. Ihr macht euch auf den Weg zur Schule. Ihr trefft euch, wie immer, kurz vor der Schule, um gemeinsam eure Fahrräder wegzubringen und in die Aula zu gehen und eure Klassen zu verteilen. Aber als ihr in die Aula kommt, steht gefühlt die ganze Schule gedrängt in der Aula. Morgen!
Hallo. Ja. Ja. Nieder und mit der Königsfrun. Die Taunus Boys und Girls. Sie ist eine Gruppe von anderen Schülern guckt Rune so merkwürdig an. Was ist mit ihm? Hey, Tino, wer ist hier der Coolste? Halt die Fresse, Rune! Okay. Hey, bleib mal geschmeidig. Und du siehst halt einen, der hat so einen Apfel schmeißt und der an deinem Kopf zerscheppert. Nee, den würde ich fangen. Okay. Und in die Richtung, also zu der Person, die den geworfen hat, dann ja, einfach nur einen wahrscheinlich ausdrucksstarken Blick geben. Und dann kommt nur zurück. Jan, warum bist du immer so ein Spielverderber? Er ist ein Weirdo. Aber er ist mein Weirdo. Oh. Und in der Ferne seht ihr, wie Herr Asselmann auf eine Kiste klettert. Das, was man wie so ein Kasten oder ein Bock, den man aus der Turnhalle kennt. Dieser Holz auf rechteckige Holzkasten, wo man so mehrere Etagen draufsetzen kann. Und oben ist halt mit Lederbezug, wird halt in die Aula geschoben und dort drauf steigt Herr Asselmann. Könnte ich bitte mal und zeigt den Schweigefuchs und wartet, bis sich die Menge beruhigt. Oder Heavy Metal! Ich esse den Apfel. Aber knackend, weißt du, richtig penetrant. Und natürlich, es passiert nichts, was er möchte. Die ganze Aula eskaliert. Und wie das halt immer so ist, bei der Sekundarstufe 1, wenn man alle Schüler auf einen Haufen macht, das ist halt die Massendynamik, wickelt sich hoch, bis schon irgendwie die ersten Jacken durch die Gegend fliegen und die ersten sagen, schulfrei, 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 schulfrei. Wenn wir in der Viertelstunde nicht anfangen, können wir gehen. Und die ersten, was, wir können gehen? Schule fällt aus. Und Herr Asselmann versucht, nein, können wir bitte, ich möchte ein bisschen Ruhe haben, bis von der Seite Frau Weber-Lange, die Schulleiterin, reinkommt mit einem Megafon und so was neben euch ins in den Gehörgang brüllt. Jetzt ist hier mal Ruhe, ja? Und über die Aula legt sich langsam Schweigen. Herr Asselmann setzt nochmal an und sagt, ja, schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben heute aus gegebenem Anlass eine Katastrophenübung geplant. Es ist nichts Schwerwiegendes ist passiert. Das ist nur eine Übung für den Ernstfall. Ihr habt gestern mitbekommen, dass es ein leichtes Erdbeben gab. Und wir haben von den netten Leuten von der Königskron GmbH Bescheid bekommen. Wo sind unsere Schutzanzüge? Das ist eine Lüge! Durch bitte Ruhe, bitte. Sie vergiften unsere Brunnen. Sie vergiften unser Wasser. Wir haben von den netten Menschen von der Königskron GmbH versichert bekommen, dass der komplette Loop-Bereich sicher ist und dass Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden sind, um eventuelle Schäden zu untersuchen. Deswegen werdet ihr vereinzelt Busse der Königskron GmbH sehen, wo Mitarbeiter bestimmte Messungen vornehmen. Das soll euch nicht beunruhigen. In nicht beunruhigenden Schutzanzügen. Alles eine Lüge! Fragt Herr Schmidtke, wo ist er? Er ist weg! Wir werden jetzt die ersten beiden Stunden und ich bitte euch, ihr könnt das und reißt euch zusammen, das ist wichtig. Werden wir eine Katastrophen-Evakuierungsübung machen? Oh mein Gott, ich bin so beunruhigt. Panik. Rennt alle los. Beunruhigung. Überall ist Unbeunruhigung. Die Königskron GmbH verarscht euch alle. Macht mir doch bitte alle mal einen Wurf auf Anführen. Gott, Anführen? Ich gar nichts. Alle von 6 Würfel, Baby. 5 Würfel.
Ah, ich habe keinen Erfolg. Einen Erfolg. Läuft ja. Ein Erfolg. Okay. Moment. Einen. Es ist halt Jan. Einen. Jan schreit Panik und manche steigen schon drauf ein und es fängt langsam wieder an, sich nach oben zu schaukeln, als sich die Schulleiterin, Frau Weber-Lange, hinter Jan stellt und ihr sanft, aber doch, aber auch mit ein bisschen Bestimmung die Hand auf die Schulter sagt, Jan, ja. Wird es denn gehen? Wir sind oder, müssen wir uns, oder müssen wir uns noch mal gesondert unterhalten? Nein, nein, das war doch nur ein Witz. Das wissen Sie doch. Ich hab dich nicht für einen Komiker gehalten, Jan, sondern eher für einen Sportler. Tja, ich hab Schichten. So wie Zwiebeln. Der Menschen komm. Sind vielfältig, ja. Und sie guckt sich um und sagt, aha. Es sind wie immer die üblichen Verdächtigen. Stehen Sie etwa auch auf deren Gehaltsliste? Vollkommen richtig. Der Herr Asselmann zum Beispiel. Ein letztes Mal. Benehmt euch und macht die Evakuierungsübungen. Ja. Ansonsten müssten wir uns mal alle in meinem Büro und mit euch und euren Eltern unterhalten. Das wird ja aber nicht nötig sein, Frau Weber. Nein. Wir würden ausreden. Rune, richtig, das wird bestimmt nicht nötig sein. Du bist so ein schlauer Junge. Mhm. Sagt meine Mama auch immer. Ja. Ja, bestimmt. Dann viel Spaß bei der Evakuierungsübung. Mhm. Danke, Frau Weber Lange. Die Prozedur wird von Herrn Asselmann erklärt. Ihr teilt euch in eure Klassenverbände auf, müsst in euren Klassenraum rauf. Dort habt ihr das Duck-and-Cover-Prinzip, dass, wenn irgendwas ist, ihr euch unter euren Tischen verstecken müsst und dann einzeln gesondert in Zweierreihen das Gelände verlasst. Und eine halbe Stunde später oder bis 40 Minuten später steht die gesamte Schule auf dem Schulhof am Sammelpunkt. Und muss warten, bis sich die Schulleitung und Herr Asselmann auf irgendwas geeinigt haben. Sie scheinen sich zu unterhalten und ein bisschen zu streiten und im Moment stehen alle und langweilen sich. Bis ihr links von euch merkt, dass dein Teamkamerade Uli, der bei Jan mit dem Eishockey-Team ist, sein nächstes Opfer gefunden hat. Und zwar einen etwas kleineren, aber gleich alten Jungen mit roten, lockigen Haaren, Sommersprossen und auf dem ersten Blick einem recht starken Sonnenbrand im Gesicht. Mhm. Und schön. Der Sommer ist vorbei, also es geht in den Herbst über und die letzten Tage waren sehr bewölkt und zwischendurch regnerisch. Und man fragt sich, wo zum Teufel hat er sich sein Gesicht so verbrannt? Das ist der rote Rüdiger, der ist so. Im Wald. Den kennt jeder hier. Kannst du echt? Hey, Rüdiger! Und du siehst halt, Uli und noch ein paar andere Schränke aus der Parallelklasse schubsen ihn durch die Gegend. Und du hörst auch Uli, ach, das ist doch Schwachsinn, du laberst Scheiße. Und der rothaarige Junge sagt, aber es ist wirklich so. Ich habe es gesehen, es ist direkt bei mir um die Ecke. Und dann Uli haut ihm eine auf den Hinterkopf. Hör mal zu, Schafettenpeter. Schlaf weniger mit deinen Ziegen auf deinem Bauernhof, dann laberst du auch weniger Scheiße. Uli? Ich würde da mal hinrennen. Was? Wie oft müssen wir das noch durchkauen? Eben. Lass es sein. Genau. Hinter dir bauen sich noch zwei, drei weitere Schränke aus der Parallelklasse auf. Hör mal zu, Klemann, sagt Uli. Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich, ah ja. Ich stelle mich auch dazu und hole mein Spielzeug-Laserschwert raus. Ich stelle mich auch dazu. Ich stelle mich schützend vor dem roten Rüdiger. Du und deine kleine Haustier-Fraktion von Freaks, ne? Ihr sagt hier gar nichts mehr an.
Pass auf, wen du hier Freak nennst. Vor allem, ist dir dein Platz im Eishockey-Team so unwichtig? Du weißt, wie ich mit dem Trainer bin, ne? So. Also back kleine Brötchen, Mann. So ist er mit dem Trainer. Es wäre besser, du verpisst dich, du, die Zecke, der merkwürdige Junge und das behinderte Kind mit dem Lichtschwert. Was hast du gerade zu ihr gesagt? Das behinderte Kind mit dem Lichtschwert! Bam! Schlag gegen den, gegen den Kehlkopf. Und dann würde ich ihm in alter Eishockey-Manier sein T-Shirt über den Kopf rückwärts drüber ziehen und von unten einfach die Gun zuschlagen, bis ich getrennt werde. Es bildet sich augenblicklich ein Kreis um euch, die Donnerkuppel wird eröffnet und alle schreien. Kämpf! Aber diesmal hauen die beiden Kollegen von Uli auf dich mit drauf. Mach mir bitte mal einen Wurf auf Kraft. Ich nehm auf jeden Fall meinen Hockeystick mit dazu. Hockeystick plus Jolt. Ach nee, die Jolt ist ja abgeklungen. Hätte sie besser doch also, mal getrunken. 12 Würfel. Was? What? Ja, mit Hockeystick, oder? Wie viel? Ja, ich habe. Wie viel kann der? Mein Zeichenblock. Ich habe 4 Kraft und 6 Körper. Plus mein Hockeystick plus 2. Ist doch richtig, oder habe ich irgendwas falsch gerechnet? Das ist richtig. Das ist erschreckend richtig, ja. Es ist genau für solche Situationen ist das gedacht. Du hast dich ja mehr spezialisiert. Ich bin ja mehr so ein Allrounder. Ja, 4 Erfolge. 4 Erfolge. Also, weißt du, dass 3 Erfolge schon als fast unmöglich gelten in diesem Spielsystem. Uli und seine Freunde sind leider gestorben. Schade. Du hast sie umgebracht, du wirst verhaftet, du hast jetzt lebenslang bis im Jugendgefängnis. Ich hab zu gut gerollt. Das ist einfach unfassbar. Chuck Norris, man sieht noch, wie Chuck Norris im Hintergrund wegläuft. Es ist ein guter Kampf. Du kommst sehr gut dabei weg, dass du halt eigentlich, also Uli hast du direkt ausgenockt, den kannst du rausschmeißen. Er hat sich wieder vor der versammelten Mannschaft blamiert. Aber die beiden Kollegen von ihm, die geben dir schon ordentlich Zunder. Du musst ja auch 1-2 einfangen. Möchte jemand von euch noch, von den anderen noch helfen? Noch ja, ja. Ich springe auf den Rücken von irgendeinem von denen drauf und beiße ihm sein Ohr ab. Ich haue von hinten mit der Kante von meinem Zeichenblock immer auf den Kopf. Ich nehme mein Laserschwert und hau dem einfach gegen die Nase. Und irgendwann nehme ich den Block und schieb ihn so immer in die Arschritze. Ja. Na, okay, ich hab das vielleicht noch ein Kind. Der rothaarige Junge steht daneben und ruft nur: Du hast es so verdient! Du hast es so unfassbar verdient! Ja, gib's ihm! Und dann hört ihr, die Menge teilt sich ein wenig. Ah, die kommen! Die Wirbelange kommt! Kommt! Eine kleine Sirene wird angemacht von dem Megafon und eine fürchterlich wütende Stimme. Was zum Teufel ist denn hier los? Die wollten nicht bei der Übung mitmachen. Gegen Mobbing. Ich hol mir so einen Zahnrausch. Ihr alle. Und die zeigt auf Uli, seine 2 Freunde und auf euch. Nachsitzen. Wann? Jetzt. Wir haben uns doch nur für den Abend einen Jungen da eingesetzt. Ronny, ich will nichts von dir hören. Ihr alle nachsitzen. Aber wir haben geschlichtet. Es ist mir egal. Wir haben den Schweigefuchs durchgesetzt. Das ist ja gar keine faire Behandlung hier. So geht die Gesellschaft zugrunde. Echt? Das ist ein inakzeptables Verhalten von allen Beteiligten hier. Ich bin enttäuscht. Ich bin von Ihnen allen enttäuscht. Ich drehe mich kurz zu dem rothaarigen Jungen und drehe mich um und sage: Ey, ist alles okay bei dir? Und der rothaarige Junge sofort: Ja, vielen, vielen Dank. Aber was war denn los? Mach mal ganz schnell, weil wir müssen jetzt los. Die wollten sie mir nicht glauben. Ich habe das, was im Wald abgestürzt ist. Das ist noch mehr abgestürzt. Das liegt direkt bei mir neben dem Bauernhof. Das ist ein Raumschiff. Rune, gib mir mal deinen Zeichenblock. Wo ist das? Dann kommen wir dich besuchen. Kannst du das zeichnen? Er gibt dir die Adresse, wo er wohnt. Es ist ein bisschen außerhalb von Waldems, wo landwirtschaftliches, erschlossenes Gebiet. Und dort gibt es halt 1-2 Höfe. Und ihr wisst, dass dieser Junge
Bastian Knittel. Halt immer. Halt, der ist ein Junge, der auf dem Bauernhof groß geworden ist. Er trägt halt meistens Latzhosen, Gummistiefel. Der sieht halt einfach aus wie. Der sieht einfach aus wie ein Bauer. So mit seinen roten Haaren. Und der riecht halt auch immer noch ein bisschen nach Kuhstall. So, den Geruch kann ich halt ganz raus, deswegen wird da meistens viel gehänselt. Und er erzählt halt meistens auch viel von den Tieren, denen alle Namen gegeben hat. Und er mag seine Kühe, die halt da sind und alle Tiere, die auf dem Bauernhof sind. Aber. Er hat auf der Schule einen schwierigen Stand. aber du siehst in seinem Gesicht den absoluten Blick der Dankbarkeit, dass ihr ihm geholfen habt. Und er sagt sofort, ja natürlich, ich kann euch das zeigen. Niemand will mir das glauben. Alle sagen, ich rede Schwachsinn, aber da ist wirklich ein Raumschiff. Heute nach der Schule. Ich warte auf euch. Klopft einfach. Übrigens, Jan. Respekt. Ja. Und Frau Weber-Lange sagt, ist das denn die Möglichkeit, ihr beglückwünscht euch darüber, Gewalt angewendet zu haben? Gerettet, Rettungsaktion. Wenn man jemanden Kleineres verteidigt, dann ist das okay. Ich sage sofort rein. Ich klappe ganz demonstrativ mein Lichtschwert wieder ein. Und pack's mir in den Rucksack rein. Für euch ist der restliche Tag dann eher unspektakulär. allerdings ist dieser Tag ziemlich lang und voller Ärger. Mit einigen Predigten von Frau Weber-Lange, mit einer weiteren Predigt von Herrn Asselmann, der wieder versucht, auf Augenhöhe als Pädagoge mit euch zu reden und die Frage stellt, während ihr nachsicht, was glaubt ihr denn, wie sich Uli gefühlt hat, als ihr ihn verprügelt habt. Was glaubt ihr denn? Was das mit einem macht? Was ist das denn für eine scheiß Frage? Frag doch mal den Bastian. Frag mal, wie es jedem kleinen Jungen geht, der von Uli tagtäglich gehänselt und geprügelt wird. Ich sehe hier sehr viel Potenzial. Ich sehe hier ziemlich viele Medaillen, die verteilt werden sollten. Ja, definitiv. Beste rechte Haken. Aber ihr müsst mal damit anfangen, bei euch den Fehler zu suchen und nicht immer bei den anderen. Ich habe den Fehler bei mir schon längst gefunden. Mein Fehler ist, dass ich einfach zu sehr darum bedacht bin, wie es meinen Mitmenschen geht. Und das ist mein größter Fehler. Und deswegen kommt es andauernd zu solchen Problemen. Das ist mir bewusst, ja. Deswegen gehe ich jetzt nach Hause und denke über meinen Fehler nach. Und deswegen ist das nicht nur Nachsitzen hier, sondern auch eine aktive Resozialisierung, und er verteilt euch Zettel. Wir schließen jetzt einen Vertrag. Und dieser Vertrag ist bindend. Ihr werdet jetzt behandelt wie Erwachsene. Aber ich bin noch nicht. Ich bin auch nicht rechtsdürftig. Wie auch immer das Wort heißt. Wo ist denn mein Sicht gerade kleinen Kindern Verträge an? Das dürfen wir machen, weil das ein Vertrag in der Schule ist. Und er teilt euch die Zettel aus. Und das ist halt aufgegliedert. Und die erste Frage ist, warum bin ich hier und muss nachsitzen? Was habe ich genau falsch gemacht? Wie kann ich es versuchen, in Zukunft besser zu machen? Und am Ende steht, hiermit versichere ich, dass so ein Vorfall nie wieder vorkommt. Falls doch, wird es härtere Konsequenzen geben. 10-Fragen-Test. In Klammern irgendwie Klassenkonferenz. Wow, habe ich Angst. Naja, gut. Und dann füllen wir es wahrscheinlich einfach so aus, dass wir hier so schnell wie möglich rauskommen, oder? Natürlich. Also meine Mutter hat keinen Lügner großgezogen. Also meine Mutter hat eigentlich niemanden großgezogen, aber ich schreibe da auf jeden Fall die Wahrheit rein. Also meine Wahrheit. Ihr könnt erst gehen, wenn ihr wirklich ernsthaft mir versichert habt, dass ihr euch bessern wollt. Aber das ist doch hier Manipulation. Entschuldigung. Wir haben schon ja verloren. Julian ist gerade wie in der Schule und denkt sich, leck mich.
Also, ohne Scheiß, ey, du klingst schlimmer als meine Lehrer damals. Das ist halt der einzige echt Flashback. Zu realistisch. Na, selbst, selbst die Zuschauer schreiben schon, ich habe so Flashbacks. Also, das ist echt so ein Ach, geil. Also, wirklich. Ja. Aber, ja. Ihr füllt euren Krempel. Ja, Cora? Anderes Thema. Jetzt mal so rein hypothetisch. Wenn ich mit meinem Radio, ihr Radiokurs, der ist ja fantastisch. Ich bin immer noch sehr begeistert davon. Wenn ich jetzt speziellere Frequenzen von spezielleren Organisationen erreichen möchte damit, kann ich das irgendwie finden? Kann ich damit irgendwie in Kontakt treten? Oder Cora, im Prinzip schon, aber ich glaube, das sollten wir lieber in der Funk-AG besprechen. Und kümmere dich doch mal um den Abschnitt bei dir, was du tun kannst, um so ein Fehlverhalten in Zukunft zu vermeiden. Und ich male, ich male drei Affen drauf. Einen, der so macht, einen, der so macht und einen, der so macht. Cora, das tut mir sehr leid. Da bräuchte ich nochmal eine richtige Antwort von dir, sonst kann ich dich leider nicht gehen lassen. Kann ich dann noch einen Zettel haben? Er gibt dir noch einen Zettel. Warum bin ich hier? Weil ich noch nicht 16 die bin. Welt retten wollte. Aber im ersten Step nur den Bastian Knittel. Check. Ihr füllt. Macht mir bitte mal alle einen Wurf auf Begreifen. Oh, begreifen kann der. Begreifen kann der Rune. Doppel 1. Nein. Ein Erfolg. Ein Erfolg. Kämpfen kann ich, aber. Ich hab nichts begriffen. Jetzt hab ich vergessen. War es jetzt 6 oder 5? Cora hat einen Erfolg. Was? Begreifen? 6. Eins, zwei Erfolge. Cora und Rune, ihr begreift relativ schnell. Dieses ganze Prozedere ist irgendwie, das ist irgendwie so ein neuer pädagogischer Ansatz dieser Schule, wie sie versuchen wollen, mit Randale umzugehen. Und ihr kommt nur da raus, wenn ihr einfach das reinschreibt, was ihr hören wollen. Okay. Ja, ich habe jemanden geschlagen, deswegen bin ich hier reingekommen, mit meinem Laserschwert. So. Das ist halt, aber ihr seht halt, dass das halt auch Jan und Ronny irgendwie schon anfangen irgendwie zu pumpen und so einen dicken Hals kriegen und gleich das Papier anfangen zu fressen und sagen, vollkommen uneinsichtig, weil das halt auch irgendwie schwachsinnig ist, das zu machen. Ja, ich geh mal zu Jan und mach mit ihm zusammen so einen den Boden. Ronny. Ja, was. Schreib da einfach drauf, was die hören wollen. Schreib einfach, ich habe jemanden geschlagen. Ich mach das nicht mehr. Wir können das natürlich auch ein bisschen... Sonst kommt ihr nicht raus. Ich habe die Gewalt umgelenkt. Ich zerbreche so einen Bleistift in meiner Hand einfach schon beim Festhalten. Ich brauche einen neuen Stift, damit ich aufschreiben kann, was ich falsch gemacht habe. Ich brauche ein neues Blatt. Da ist gar nicht genug Platz drauf, um zu erklären, warum ich hier bin. Es fing an bei meiner Geburt. Es fing alles an damals, als meine Mutter meinen Vater gesehen hat, auf dem Tanzabend. Und was ist? 16 Jahre später sitze ich hier, muss mir schwachsinnige Antworten von einem schwachsinnigen Lehrer anhören, der ganz genau weiß, warum ich hier sitze. Jeder von uns weiß, warum ich hier sitze. Durch die Hilfe von Rune und Cora schreibt, Jan, du hast jetzt selber noch einen neuen Stift mitgebracht. Schreibt ihr das rein, was die Lehrer hören wollen, und Herr Asselmann sagt, sammelt die Blätter ein und sagt, gut, das freut mich, das ist der erste Schritt, und jetzt haben wir einen Vertrag, wie Erwachsene, dass sowas nicht nochmal passiert. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass ihr euch an den Vertrag haltet, sonst wird das nicht, wird es keinen Klaps auf die Finger geben, was heute passiert ist. Der Herr Asselmann war doch auch Physiklehrer oder so, ne? Genau. Herr Asselmann ist auch Physiklehrer und der Vorsitzende der Funk AG. Ja.
Hat der, Tillmann, wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Wir haben uns gerade zusammengesetzt und besprochen. Wir wissen jetzt, was wir falsch gemacht haben. Und wir sind uns alle einig, dass dieser Vertrag heilig behandelt werden sollte für alle Schüler. Und deswegen werden wir Annette ansprechen, dass sie sich da diesem Thema annimmt, weil sie die Organisierte ist, die das in der ganzen Schule, dass auch Kinder wie Bastian Knittel den Schutz haben, den wir nicht rechtzeitig geben konnten. Rudi, ich habe jetzt gar nicht zugehört. Ihr könnt gehen. Herr Assemann. Es ging um Annette, die unbedingt bei dem Thema helfen wollte, aber das klären wir dann nochmal. Wichtige andere Frage. Haben Sie einen Geigerzähler hier in der Schule? Ja. Was ist eigentlich in den Spinden da hinten? Müsste ich mal hinterm Physikraum schauen, ob wir sowas haben. Aber das kann ich erst morgen machen. Ich hab auch, also ist für mich auch die 6. Stunde. Ich muss auch mal Feierabend machen. Ja, schön. Das Problem ist, wir machen aber jetzt keinen Feierabend. Wir müssen noch nach der Schule außerschulische Aktivitäten. Außerschulische Aktivitäten machen. Und sie haben auch mitbekommen, was gestern passiert ist. Und wir bräuchten ganz dringend einen Geigerzähler. Einfach zu unserem eigenen Schutz. Uns zum Schutz dieser Schule. Wir wollen einfach auch mal... Wir haben eine Forschungsgruppe jetzt. Wir können es ja sagen. Und da wollten wir einfach gucken, dass wir... Ihr wisst ja, ich sag immer ganz gerne, die Gunst der Muse duldet keine Hast. Deswegen könnt ihr mit eurem Forschungsprojekt auch noch bis morgen warten. Okay. Hätte das mal hier, ne, Madame Curie gesagt, dann hätten wir heute aber nicht so viel erfahren, ne? Weil die Frau ist ja eben gerade an diesem Tode gestorben. Ronny, es freut mich, dass du anscheinend mehr liest. Das freut mich wirklich. Ach, nee, ich lese nicht mehr. Es gibt nur so, das klingt wie Curry. Ich dachte damals, ich kaufe ein Curry-Kochbuch. Oh, jetzt eine Currywurst, oder? Sollen wir uns eine holen gehen? War ein verficktes Chemie. Ich hab auch Hunger. Er schiebt euch raus, so komm, haut jetzt endlich ab, Mann. Ja, hast du mal also ab auf die Bikes und wo geht's hin? Was machen wir? Zu Bastian. Straight wir müssen doch da zum Knittel rüber. Warte. Können wir nicht mal gucken, ob irgendwie Chemieraum irgendwelche Anzüge, ob wir nicht vielleicht auch HBC-Anzüge haben oder irgendwas? Ihr wisst, also eure naturwissenschaftliche Ausstattung an der Schule ist nicht schlecht. Aber es ist halt auch der Klassiker. Ihr seht halt immer, das sind halt Lagerräume hinter den Klassenzimmer, diese naturwissenschaftlichen Räume. Ihr habt einen Chemieraum, ihr habt einen Physikraum. Der Chemieraum ist aufgeteilt in größere Gruppentische, die in der Mitte Säulen haben mit Steckdosen und Gasanschlüssen für Bunsenbrenner und viele große abgeschlossene Schränke und auch noch einen hinteren Bereich des Chemieraums, der halt immer abgeschlossen ist. Ihr wisst, dass halt immer eure Chemielehrerin hat immer den Schlüssel dafür und sie palavert auch jedes Mal rum, dass ihr sorgsam mit dem Raum umgehen sollt, aber im Großen und Ganzen habt ihr in eurer kompletten Schulzeit nicht ein einziges Reagenzglas in der Hand selber halten dürfen. Ja, aber es ist doch eigentlich ihr Schnapslager, ist deswegen. ihr habt schon mal gesehen, es wurde schon mal, also bei manches Nachsitzen, Ronny musste schon mal beim Nachsitzen Petrischalen und die Reagenzgläser ausspülen und weiß, dass halt alle Schränke vollgestopft sind mit Laborutensilien, aber die sind immer abgeschlossen und die wurden nicht ein einziges Mal im Unterricht genutzt. Ähnliches wie im Physikraum. Im Physikraum gibt es ein ganzes Lager hinten dran, wo ab und zu der Lehrer, Herr Asselmann, was rausholt, um was vorzuführen, aber selber habt ihr davon noch nie was in der Hand gehabt. Und die Räume sind immer, das ist das Heiligtum dieser Schule, also auch von den jeweiligen Lehrern, niemand kommt da dran. Und ja, Laien eh schon schwierig. Dann würde ich sagen, Plan B, dass wir bei Jans Vater haben wir eine Bibliothek? Ihr habt eine kleine Bibliothek. Können wir da irgendwas nachlesen über Radioaktivität? Ja, also da gibt es Bücher über das Atom. Der Energieträger der Zukunft. Atem heißt es. Ja. Wie die Atomenergie bald Kohle ablösen wird. Glaubt ihr, das lohnt sich? Was? Ich meine, Radioaktivität. So ein Schinken lesen, den keiner versteht.
Aber wir wissen noch, was passiert mit Radioaktivität. Also ich habe mal einen Film gesehen. Das Auge. Picknick am Wegesrand. Okay, dann lass uns einfach zum Knittel rüberfahren. Knittel, alles klar. Los geht's. Ihr schmeißt euch auf die Fahrräder und ihr braucht ein bisschen länger. Es ist mittlerweile in den Nachmittag. Der Tag ist in den Nachmittag gegangen, aber ihr kommt ganz gut durch. Es ist bewölkt, es ist nicht wirklich warm, aber auch nicht wirklich kalt und ihr kommt gut mit den Fahrrädern durch und seid so in einer kleinen Agrarzone vor Waldems, vor der Stadt, in der ihr wohnt. Ihr kennt den Bereich. So, man verirrt sich selten dahin, aber ihr wisst, da ist der eine oder die zwei Bauern. Und es gibt auch nicht viele Orte, wo Bastian Knittel sein kann. Und ihr fahrt auf die Auffahrt des Hofes, wo die Familie Knittel wohnt. Und dort seht ihr schon auf der Veranda eine kurze Pause. Und wir sind gleich wieder da mit Tales from the Loop, der Riss. In ungefähr 10 Minuten. Bis gleich.